Freunde, ich habe kürzlich erst reagiert auf eine Weltmeisterschaftsnummer aus dem Jahr 2015. Heute habe ich mir gedacht, reagiere ich mit euch zusammen auf den amtierenden Weltmeister, der den Grand Prix in der Stage Magic gewonnen hat, Miguel Muñoz aus Spanien. Das Ding ist, ich kenne den Act schon. Ihr seht jetzt nicht meine erste Reaktion darauf. Trotzdem möchte ich euch das gerne präsentieren und wir schauen uns das zusammen an. Ich habe das Ganze live in Blackpool 2019 gesehen. Da hatte er das nämlich in der Galashow vorgeführt. Ich habe eine Lecture von ihm besucht und ich habe sogar kürzlich noch das Glück gehabt, mit ihm sprechen zu dürfen. Dankeschön an Fernando an der Stelle. Also genug gequatscht, schauen wir uns das Ganze an. Übrigens heute um 17 Uhr mache ich hier auf meinem YouTube-Channel einen Livestream, in welchem ich euch coachen werde. Ihr könnt mir über Discord eure Zaubertricks vorführen. Wie genau das abläuft, das erkläre ich euch dann im Stream. Ihr könnt mir eure Tricks vorführen und ich schaue mir das Ganze an, gebe euch Feedback, vielleicht hier und da ein paar Verbesserungsvorschläge. Im Bestfall ist das Ding einfach perfekt und ich habe nichts dazu zu sagen. Also ein offenes Coaching. Ich freue mich drauf. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Miguel Muñoz. So. Das ist der Act. Und Leute, wirklich, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, es ist wirklich wunderschön, auch sehr emotional. Eine sehr schöne Idee mit dem Wasser. Ich muss dazu sagen, sowas jetzt auf eine Videoaufnahme anzusehen, jetzt achtet man auf ganz andere Dinge, als man das live getan hat. Hände sind leer, wichtig. Wunderschön. Wunderschön. Erstens, es ist so schwierig, mit diesen nassen Glaskugeln zu hantieren. Überleg mal, das ist alles glitschig und rutschig. Zweitens, ich weiß, man versucht immer so analytisch hinzusehen und alles ganz genau zu betrachten. Ich habe mich gerade schon wieder dabei erwischt, wie ich auf die Hände ganz genau geschaut habe. Da ist jetzt die Hand, da ist jetzt die Hand. Was macht er mit der gerade? Und habe ich versucht, nicht misdirecten zu lassen. Aber das Ding ist, es ist mir jetzt schon wieder bewusst aufgefallen, Miguel Muñoz weiß, dass wir das tun und agiert deshalb genau andersherum, als man das erwarten würde. Also wenn ihr glaubt, ah, da pamiert er etwas in seiner Hand, dann kann ich euch sagen, in den meisten Fällen ist die Hand eigentlich leer. Und das macht diesen Act so spannend. Ihr seht gleich, was ich meine. Wunderschön. Wunderschön. So stark. Freunde, das ist das, was viele meinen, wenn sie sagen, spanische Magie. Es ist nichts unbedacht. Nicht eine kleine Bewegung seines Körpers, seines Gesichtes, wie dreht er wann den Kopf, wie hält er wann die Hände, nicht eine Bewegung davon ist in irgendeiner Form improvisiert. Es ist alles durchchoreografiert und es hat alles einen Sinn und er hat sich bei jeder Bewegung genaue Gedanken gemacht, wann macht er sie und warum macht er sie. Und das weiß ich einfach so zu schätzen beim Anschauen. Wenn ihr wirklich mit diesem Gedanken im Hinterkopf mal hinseht, dann realisiert ihr einfach, wie viel Liebe in diesem Act steckt, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich finde, man sieht es dadurch nochmal mit ganz anderen Augen. Es ist so magisch. Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, woher die zweite Kugel kam. Aber ich will es auch nicht wissen, Freunde. Wirklich. Es ist einfach so magisch. Wunderschön.
wunderschön, wirklich wunderschön. Ich weiß, ich sag das immer so. Wunderschön. Aber ich mein's halt echt ernst, ne? Sehr schön. Ja, Freunde. So ist das, wenn man eine Baustelle vor der Tür hat. Ich muss sagen, hier bei der Produktion der vierten Kugel, das war sogar die erste, wo man, finde ich, so ein bisschen nachvollziehen konnte, wie, wo, wann, was passiert. Jetzt rein methodisch gesehen, aber... Hey, ich rede jetzt mal lauter, aber ich glaube, das ist ihm tatsächlich bewusst an der Stelle. Das hat einzig und allein den Grund, dass es zeitlich jetzt nicht so getrennt war wie davor. Also hier war das Laden der Kugel und das Produzieren der Kugel relativ nah beieinander. Und ich glaube, bin mir da natürlich nicht sicher, aber ich glaube, bei den vorherigen Kugeln war es einfach weiter auseinander, weshalb man das nicht so nachverfolgen konnte, wann was passiert ist hier. Und das mit nassen Kugeln, ne? Alleine das schon, wirklich Leute, mit nassen Glaskugeln, ach, ist crazy. Jetzt hat keine frische Luft, meine Güte. Das war ja mal zu schön. Mann, dieser Vanish. Und auch wenn man jetzt diesen Gedanken hat, so und so hat das funktioniert und eigentlich weiß man auch, wie es funktioniert hat, trotzdem fühlt es sich an, und das ist wirklich was ganz Besonderes bei diesem Act, er fühlt sich an, als wäre man gefühlt, auch wenn man es vielleicht nicht immer ist an jeder Stelle. Und das ist so ein schönes Gefühl, wirklich, ich weiß das so zu schätzen, so von Magier zu Magier, ich weiß es wirklich so zu schätzen, es fühlt sich so schön an. Und ich bin Miguel Munoz hier super dankbar, dass er hier so einen schönen Act hat, den man wirklich auch einfach appreciaten kann und sich gefühlt fühlen kann, auch wenn man Techniken kennt und weiß, wo sich jetzt gerade die vierte Kugel befindet und so weiter. Wirklich wundervoll. Schaut euch diesen Vanish an. Crazy, mit dem Wasser. Das ist so schön. Thank you.
nein, da war ein Flash in der Kamera. Bin mir 100% sicher, live hat man das nicht gesehen, aber da war gerade ein Flash durch die Kamera. Oh nein, da hätten die doch hier zur totalen Perspektive wechseln können. Warum haben die da die Close-Up reingeschnitten? Ah, ärgerlich. Aber das macht nicht ein einziges bisschen den Act in irgendeiner Form schlechter. Das ist echt crazy, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Kugeln jetzt leicht genug sind für die Standardmethoden, die man für sowas hier nutzen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kugeln so super leicht sind. Ey, krass, Mann. Muss natürlich unglaublich sitzen. Jetzt hat er einen heftigen Druck. Weil jetzt kann er nichts kaschieren, das weiß er auch. Die letzte Kugel muss 100% sauber verschwinden. Genau das meine ich. Ach du Kacke. Können wir den nochmal sehen? Boah, wirklich schon mal Mensch. Wirklich schön. Miguel Munoz, España, bravo! Also Leute, das war wirklich wunderschön. Ihr merkt, ich kommentiere hier insgesamt ein bisschen weniger, aber wenn mich ein Act wirklich so sehr berührt, dann macht er mich meistens auch irgendwo sprachlos, ne? Ich versuche natürlich trotzdem irgendwo irgendwas zu kommentieren, aber das verschlägt mir echt die Worte teilweise, ne? Dankeschön an Magic2Go, dass du mir auf Instagram folgst. Danke für so einen coolen Post hier, das sieht ja mal richtig nice aus. Wenn auch du gegrüßt werden willst, folg mir einfach auf Instagram. Freunde, danke fürs Anschauen des heutigen Videos. Vergesst den Daumen nach oben nicht, falls es euch gefallen haben sollte, den Daumen nach unten, falls es euch nicht gefallen haben sollte. Ihr dürft natürlich gerne ehrlich sein mit mir. Eure Meinung zu Miguel Munoz und seinem Kugel-Act in die Kommentare bitte. Wir sehen uns übermorgen zu einem neuen Video und nicht vergessen, um 17 Uhr zum Livestream, in dem ich euch coache. Bis dann, euer Matti und bis gleich. Ciao.